Hallo und herzlich willkommen heute mit einem neuen Video, denn heute geht es um die 94. Oscar-Verleihung bzw. Academy Awards und dazu die Nominierten. Ich werde euch jetzt einen kleinen Überblick geben, nicht auf jeden Film einzeln eingehen, sondern eher so zusammenfassend, welche Filme wie viele Preise gewinnen könnten. Und ja, dementsprechend fangen wir direkt an mit Tick, Tick, Boom. Hat mich sehr gefreut. Ein sehr schöner Film, der letztes Jahr auf Netflix rauskam. Etwas anderer Musicalfilm, hat 2 Nominierungen bekommen. Unter anderem auch Andrew Garfield als bester Hauptdarsteller nominiert, aber auch zum Beispiel der Filmschnitt, der sehr, sehr cool in dem Film war. Weiter geht's mit 3 Nominierungen, denn dort geht's um The Tragedy of Macbeth. Ein Film, der komplett auf Apple TV Plus rauskommt und dort ist unter anderem auch Denzel Washington als bester Hauptdarsteller nominiert worden. Und ebenso 3 Nominierungen gab es für Licorice Pizza, der auch bei uns vor kurzem im Kino gestartet ist. Hat auch unter anderem Paul Thomas Anderson als bester Regisseur eine Nominierung bekommen und der Film ist auch als bester Film, als Best Picture nominiert worden. Weiter geht's mit einem Netflix-Film, nämlich The Lost Daughter. Der kam im Dezember bei uns direkt auf Netflix, lief kurz vorher auch in einigen Kinos. Der hat 3 Nominierungen erhalten und dort ist unter anderem auch Olivia Colman als beste Hauptdarstellerin nominiert worden. Weiter geht's mit einem Film ebenfalls aus dem Streaming, nämlich aus Amazon Prime, nämlich hier Being the Ricardos. Der hat 3 Nominierungen erhalten und dort haben wir unter anderem beste Hauptdarstellerin Nicole Kidman, bester Hauptdarsteller Javier Bardem und J.K. Simmons aus bester Nebendarsteller. Also 3 große schauspielerische Nominierungen, könnte interessant werden. No Time to Die 007, James Bond, hat ebenfalls 3 Nominierungen bekommen, unter anderem für den Ton und für die visuellen Effekte. Weiter geht's zu Coda, ebenfalls ein Film aus dem Streaming. Also Streaming zieht sich dieses Jahr deutlich durch, nämlich mit 3 Nominierungen, unter anderem auch bester Film. Und das Ganze kam auf Apple TV Plus raus. Encanto hat auch 3 Nominierungen bekommen für einmal besten Song, aber auf der anderen Seite auch besten Soundtrack und auch bester Animationsfilm. Also die 3 Sachen, die eigentlich bei dem Film so die Alleinstellungsmerkmale überhaupt sind, sind hier nominiert worden. Weiter geht's mit Nightmare Alley, der hat 4 Nominierungen erhalten und ist ja an den Kinokassen relativ gefloppt, aber unter anderem ist er hier auch für bester Film nominiert. Ebenso auch Don't Look Up, der hat ebenfalls 4 Nominierungen erhalten und ebenfalls für bester Film. Weiter geht's mit King Richard, der hat 4 Nominierungen erhalten, unter anderem Will Smith als bester Hauptdarsteller, aber ebenfalls auch bester Film. Und da muss man sagen, über den Karriereanfang der Williams-Schwestern, sehr cooler Film, kommt auch noch eine Kritik dazu von mir. Weiter geht's zu einem Film, den ich persönlich nicht gesehen habe, nämlich Drive My Car, 4 Nominierungen, unter anderem beste Regie, bester internationaler Film und bester Film. Also sehr, sehr interessant, japanischer Film, der bei uns im Dezember gestartet ist. Weiter geht's zu Belfast, ein Film, der sehr interessant ist. Kritik kommt auch noch da in nächster Zeit zu von mir. Der hat 7 Nominierungen erhalten, unter anderem für beste Regie und den besten Film. West Side Story ist ja an den Kinokassen komplett gefloppt, hat aber Steven Spielberg hier mit bester Regie, das wäre auch dementsprechend dann sein 4. Oscar schon, und bester Film einige Nominierungen, die wirklich interessant sein könnten, obwohl der Film an den Kassen nicht lief. Dune hat 10 Nominierungen erhalten und damit kommen wir jetzt schon in die Kategorie, wo es richtig krass wird. 10 Nominierungen unter anderem für bester Film und vor allem hauptsächlich technische Kategorien wie beste visuelle Effekte, Kamera oder auch einige Tonkategorien. Also da ist der Film richtig breit aufgestellt, ebenso wie The Power of the Dog. 12 Nominierungen kam aus Venedig und ist dementsprechend jetzt bei uns auch auf Netflix direkt gestartet. Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch hat hier eine Nominierung. Unter anderem ist auch beste Regie und bester Film in den Kategorien der Film gut vertreten. Und da bin ich gespannt, weil das sind 12 Nominierungen. Da werden auf jeden Fall einige Oscars rumspringen. Und dann muss man sagen, deutsche Vertreter gab es eigentlich nicht, denn Ich bin dein Mensch ist nicht in die internationale Auswahl gekommen, also Endauswahl. Dann habe ich noch ein paar Einzelnominierungen, unter anderem House of Gucci hat eine bekommen, Der Prinz aus Zamunda 2, Cruella und zu guter Letzt noch Spencer. Interessante Thematiken oder interessante Filme mit dabei, bin gespannt und ja, ich hoffe, ihr seid gut informiert. Zu den einzelnen Filmen habe ich, oder zu vielen der Filme habe ich auch Kritiken gemacht. Schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Das war's soweit mit dem Video. Wenn ihr zu den einzelnen Kategorien extra Videos nochmal haben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ja, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!